Einen wunderschönen guten Tag zurück zu Control. Wir haben im letzten Part ein bisschen gelevelt. Und haben den Boss besiegt, den ersten. Gott sei Dank gleich First Try. Naja, One Try, wenn man das so sagt. First, two, try. I don't know. Beim zweiten Versuch haben wir es dann geschafft, weil. Es heißt, Trench wurde erschossen. So. Zeit für Arbeit. Wir treffen uns in der Wartung. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Fragt sich, wie lange noch. Ich glaube nämlich, dass der auch nicht mehr alle Latten an der Optik hat. Was ein kleines bisschen gruselig ist. Ich habe schon wieder Hunger. Ich weiß, was ich nach der Aufnahme mache, aber es essen gehen. Nee? Wenn ein Objekt, das du mit Schleuder gepackt hast, nutzt, bevor es dich trifft, was? Zu spät gelesen. Der Wartungssektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann er mir helfen, die Überbrückung zu erreichen. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Adi. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Adi mir auch? Ich hoffe es. Kommt ruhig her hier. Der Überbrückungsschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Okay, das nützt nichts. Sorry, ich gehe lieber auf eine Nummer sicher. Ich traue hier niemanden. Ich traue hier nichts, niemanden. Jesus. Toll, dass ich jetzt das Schrot habe. Freut mich wirklich. Nein, ich werde jetzt nicht sterben. Vergiss es. Na komm her. Wo bist du? Da bist du. Alter, sind die aggressiv. Kontrollpunkt säubern. Let's go! Nice. So. Gekommen bin ich, um meinen Bruder zu finden. Und jetzt komme ich wieder. Jetzt bin ich hier Direktorin, da muss. Oh, Scheiße. Na komm her. Alter, das wird schon immer interessanter hier auf jeden Fall. Na komm her. Wo bist du? Hier kommt wahrscheinlich gleich der nächste Bossfight oder was? Was zum Heiligen? Da komm her. Wo bist du? Da bist du. Was zum... Hab ich doch gar nicht eingegeben, aber okay.
Ja gut, dann bleiben wir bei der Schrot, auch kein Ding. Wo noch? Hä? Der ist gerade null, ne? Verdammt! Alter, war's das jetzt? Habe ich endlich meine Ruhe? Ja. Wie komme ich da rein? Gar nicht, oder was? Hallo? Toll, darf ich nicht rein, oder was? Das schauen wir uns gleich an, liebe Jess. Ich will zuerst da rein. Oh. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich haue die Fakten auf den Tisch. Mekele, Sonon, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand. Und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti. Schauen wir uns die Liste mal an. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Das ist nur dezent komisch. Okay, schade, ich hätte gedacht, das könnte man öffnen. Pensionär. Ja. Okay, was passiert noch mal, wenn das Ding hochgeht?
Pflicht des Direktors. Die Lichter. Okay. Ich habe immer noch keinen Plan, wo ich eigentlich überhaupt hin muss. Aber nehmen wir einfach mal diesen verdammten Fahrstuhl nach unten. Klar nach unten, es geht natürlich immer nach unten. Genau da, wo man eigentlich nicht hin will. Zumindest ich nicht. Okay. Was erwartet mich hier unten? Der nächste Boss? Wieder irgendwelche Soldaten? Oder Box, die durch Türen geht? Oh nein. Okay, du bist freundlich. NSC-Energiequelle. Bist du freundlich? Hey, sind Sie neu? Sprechen Sie mit Leiter Arish in der Sicherheitskabine. Er hat das Sagen. Ja, ist gut, danke. Ich hätte beinahe so ein Ding auf den Kopf gedämmelt, aber ist okay. Hey! Leiter Arish, FBC sicher. Schreib mich an. Ich bin Jesse Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt. Und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stand wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Ja, und ich habe das Gefühl, genau wie ihr wahrscheinlich, diese Pumpen und Umwandler müssen funktionieren. Dass der liebe Salvador ich wollte nur sicher gehen. Und der nächste Boss ist. Okay. Direktorin Faden. Ja, auch schon. Bemerkt, ja. Gut. Elevator. Okay, da kommen wir nicht durch. Wieder was Verstecktes. Ein versteckter Raum. Gibt's meistens schöne Sachen zum Sammeln. Nee. Waffenmodifikation. Schmettergeschossschub. Was? Plus 3%? Ja, gerne. Ah, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Geschwindigkeit plus 15%. Okay. Ich weiß nicht. Okay. Oh, mich juckt es nach echter Action. Ja, dann komm mit. Ich wette, ich habe noch ein bisschen Action für dich im Petto. Coolen Pumps, Energieconverters, Central Maintenance, NSC-Kontrollraum. Wir gehen mal zu den Kühlteilen, die wir ja irgendwie reparieren müssen, glaube ich. Ja, NSC-Kühlpumpen reparieren, okay. Ach ja.
klar. Was für verfluchte Mistviecher bist du denn bitte? Gott, Alter, bist du hässlich. Gott, zum Alter, wie hässlich seid ihr denn bitte? Heiliger. Jetzt, ja okay, ich freue mich, jetzt kommt endlich Action ins Haus, aber Heilige. Die werden ja immer hässlicher. Jesus. Kann ich da rein? Ja. Und nein, ich habe es noch nie gespielt, auch wenn es gerade so aussieht, als hätte ich es schon mal gespielt. Nein, ich habe es nicht gespielt. Och, na toll. Jetzt haben wir noch verdammten Stromausfall. Im Ernst jetzt? Wie soll ich denn weiterkommen ohne Strom? Na, kommt her. Ich hab was Schönes für euch. Ah. Oh, Scheibe. Hätte ich die Fresse. Hätte ich den Mund wohl nicht zu früh vollnehmen sollen, ha? Und da unten sind jetzt Haufen Soldaten, die uns killen wollen. Unten? Na, komm ja hoch. Komm hoch! Ich hab was für dich. Ah, du bist futsch. Du bist auch futsch, danke dafür. Ey, ich schwör's, ich nehme diesen verdammten Wagen und haust dir auf die Beine. Spargel, Hannes. Stirb. Danke. Au. Was, die explodieren? Was soll denn der Soßenmist? Alter. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt da runter oder bringt ihr mich gleich wieder um? Wow, so wenig Energie. Verdammter Mist. Ach, scheiße. Wieso können die alle fliegen und ich nicht? Bam, nächster Bereich gesäubert. Bei diesem verdammten Zischen. Blöden Mistviecher. So. Rituelles Denken. Schau mal, vielleicht kann ich als Teilwerkstatt, da kann ich einiges. Okay. Okay. Gegenmaßnahmen des Rats, was? Nein. Ah, okay. Das sind verschiedene Aufgaben, die wir machen können, damit wir Punkte dazu kriegen. Es ist nice. Ja, da habe ich nicht genug Material, um da irgendwas zu machen. Fähigkeiten, Punkte haben wir leider auch keine mehr. Nee. Schade. Aber wir haben zumindest wieder einen Bereich gesichert. Nice. Ach ja, davon habe ich im Trailer gesehen. Von dem Bereich hier. Heiliger. Wir müssen das sofort reparieren. Oh ja.
Am besten. Es gibt's nicht, oder? Hallo? Vergesst ja dauernd, dass ich den verdammten Zeitschlag auch noch hab. Den vergesse ich die ganze Zeit. Da unten war noch einer. Wo bist du? Wo zum Kuckuck bist du? Ach da, lol. Ja, die Schrot haut schon ordentlich rein. Wenn das eine Schrot sein soll. Der verdammte Stein verdingselt mir eine BR. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich hier nicht weiter wegen dem verdammten Stein oder was? Okay, hier muss irgendwo so die Kühlpumpen schon mal erreicht, das ist gut. Das heißt, du musst aber auch irgendwo so ein Stromdings sein, was ich da rein. Ah, das da glaube ich ist es. Läuft das jetzt wieder? Habe ich es repariert? Oh. Ich habe beim Skillen irgendwo Scheiße gebaut. Ah, Mann! Im Ernst jetzt? Nein! Verdammte! Das heißt ja, immer in Bewegung bleiben, ja, nur das vergesse ich halt immer. Oh. Schon. Okay. Komm her. Na kommt. Ihr wollt mich doch tot sehen. Na kommt schon. Kommt dann. Geht auch. Ich will bitte eure Lebensenergie. Danke. So. Waren das jetzt vorübergehend erstmal alle oder habe ich jetzt meine Ruhe? Ich würde nämlich gerne schauen, wie das Ding hier weiter funktioniert. Normalerweise. Genau, da ist das andere Teil. Und da muss wahrscheinlich der kleine Kasten hier hin. Oder rein zumindest, denke ich. Ja, perfekt. Mist, was jetzt? Was? Mein alter Feind, die Verstopfung, sucht die Rohre heim. Kümmere dich um den Scheiß. Sie ist clever. Versuche, hier zu schleichen. Wir gehen mit der Hand unter den Scheiß. Oh, verdammt. Das wüsste ich allerdings. Das ist das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe.
Ja. Das ist echt ekelhaft. Oh Gott, ich krieg jetzt echt dezent Resident Evil Flashbacks. Warte mal, da ist hier irgendwas. Ah, eine neue Akte. Nee, danke. Ja, nee, ist klar. Muss ich diesem verdammten Drecksding folgen, oder was? Ich habe gar keinerlei Ahnung, was ich überhaupt machen muss. Außer dass das so gerade mega eklig ist. Okay, ich weiß es. Was ist das jetzt? Boah, ist das ekelhaft. Hallo? Also ich würde euch nicht empfehlen, vor der Folge irgendwas zum Essen zu machen. Weil das ist echt dezent ekelhaft. Jesus. Na komm. Habe ich es jetzt endlich, dieses verdammte Mist-Tricks-Ding. Okay, das Ding ist anscheinend jetzt futsch, oder? Ich hoffe es. Gut. Ich schätze ja, weil da kommt das Sprechersymbol, also... What the... Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Nein, mir auch nicht. Deswegen werden wir jetzt die Kühlpumpen schnell mal reaktivieren. Perfekt. So. Was zum? Nochmal so ein Ding? What the fuck? Wo ist denn das dritte? Hä? Oben oder was? Wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich da hochkommen? Ich kann nicht fliegen. Jesus. Eine rote Tür bedeutet, dass gleich Gegner kommen. Nur wo? Ich bin eh so gut wie tot. Ich bewaffne mich schon mal. Wie komme ich da hoch?